Sendereihe Unser Land Nordrhein-Westfalen fort. Ihr alle wisst sicher, dass im Ruhrgebiet viele Menschen leben. Sie arbeiten in verschiedenen Industriezweigen. Zwei bedeutende Industrien wollen wir genauer kennenlernen, und zwar den Bergbau und die Stahlindustrie. Nach der Sendung könnt ihr vielleicht eine Liste erstellen, welche Industrien es im Ruhrgebiet gibt. Doch zunächst hier die Sendung Das Ruhrgebiet. Bergbau im Ruhrgebiet. Das Rad am Förderturm dreht sich. Tief unter der Erde wird gearbeitet, wird Kohle gefördert. Industrie im Ruhrgebiet. Dampf, rauchende Schlote, große und kleine Fabrikanlagen. Die Industrie bestimmt das Bild der Landschaft. Viel Verkehr auf Straßen und Autobahnen ist ein weiteres Kennzeichen des Industriegebietes an Rhein und Ruhr. Das Ruhrgebiet erstreckt sich vom Rhein bei Duisburg im Westen bis hin nach Dortmund im Osten. Dortmund ist die größte Industriestadt im östlichen Ruhrgebiet. Viele Menschen kommen täglich in diese Stadt, um hier zu arbeiten, um aber auch hier ihre Besorgungen zu machen. In den Hauptverkehrszeiten droht die Stadt in der Autolawine zu ersticken. Im Stadtzentrum finden die Menschen ein reichhaltiges Angebot. Geschäfte und Kaufhäuser bieten Nahrungsmittel, Kleidung, Güter des gehobenen Bedarfs und alles, was der Mensch nun einmal braucht, zum Kauf an. Nicht nur hier in Dortmund leben viele Menschen, sondern im ganzen Ruhrgebiet. Man spricht von einem Ballungsraum. Ballungsraum heißt, zwischen Duisburg und Dortmund reiht sich Stadt an Stadt, leben viele, viele Menschen dicht gedrängt zusammen auf engstem Raum. Sie leben zum Beispiel in Hamm, Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen oder Recklinghausen. Etwa 6 Millionen Menschen wohnen im Ruhrgebiet. Nach der Arbeit, nach der Schicht, trifft man sehr viele in den Geschäftsstraßen der Innenstädte. Wo arbeiten diese Menschen? Die Menschen arbeiten zum Beispiel in der Industrie, in der Verwaltung von Städten und Gemeinden, von Industriebetrieben, Banken und Versicherungen, bei der Post, und bei der Bahn. Im Ruhrgebiet reiht sich Industriegelände an Industriegelände. Industrie findet man einfach überall. Sogar in den dicht bebauten Straßen der Städte. Die Bewohner dieses Raumes müssen mit ihr leben. Viele kennen es gar nicht anders. Die Industrie gehört in das Leben dieser Landschaft. Auf dem Gelände einer Zeche. Die Fördertürme sind weithin sichtbar. Hoch oben auf dem Förderturm drehen sich riesige Räder. Darüber läuft ein dickes Stahlseil, an dem der Förderkorb hängt. Im Förderkorb werden die Bergleute ins und aus dem Bergwerk gebracht, wird die Kohle aus dem Schacht nach oben an die Erdoberfläche befördert. In schneller Fahrt geht es mehrere hundert Meter hinab. 1000 Meter unter der Erde liegt die Kohle, die abgebaut wird. Wir sind im Streb, vor Ort, wie man sagt, an der Stelle im Bergwerk, wo die Kohle abgebaut wird.
Ein elektrisch angetriebener Hobel fährt an der Kohlewand entlang und kratzt Schicht für Schicht fort. Dieser Bergmann kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Er ist mit einem Kollegen allein im Streb. Wie aber ist die Kohle entstanden? In einem feuchten und sehr heißen Klima gab es hier vor Millionen Jahren große sumpfige Wälder mit riesenhaften Bäumen, wie Palmen, Zedern und Mammutbäumen. Die alt gewordenen Bäume starben ab, fielen um und versanken im Morast. Neue Bäume wuchsen nach, fielen schließlich auch um und versanken. Das geschah immer wieder und wieder, bis viele Schichten übereinander lagen. Schließlich brach das Meer vom Norden herein, überflutete alles und schloss es luftdicht ab. Unter dem Druck des Wassers und des mitgebrachten Gerölls verwandelte sich das Holz zuerst in Torf, dann in Braunkohle und schließlich in Steinkohle. Man nennt das Inkohlen. Alles läuft automatisch unter Tage. Vom Streb gelangt die Kohle über Förderbänder zum Bunker, zur Sammelstelle. Und wieder dreht sich oben auf dem Förderturm das Rad. Die Kohle muss aus fast 1000 Meter Tiefe heraufgeholt werden. Mit hoher Geschwindigkeit kommt das Gefäß mit 32 Tonnen Kohle nach oben. Das Füllen unter Tage am Bunker in 1000 Meter Tiefe, wie das Entleeren hier oben, erfolgt automatisch. Draußen auf dem Zechengelände wird die Kohle zunächst einmal gelagert. Die Kohle aus den einheimischen Gruben war Voraussetzung für die Entwicklung der Industrie, besonders der Eisen- und Stahlindustrie. Dieser Industriezweig benötigt neben der Kohle als wichtigstem Rohstoff die Erze. Die aber gibt es im Ruhrgebiet nicht. Eisenerz muss aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Schweden, Liberia, Südamerika und Australien, herangeschafft werden. Es muss eingeführt werden. Vom Hafen Rotterdam wird es mit dem Schiff auf dem Rhein bis in den Duisburger Hafen und auf den Kanälen weiter bis in andere Häfen im Ruhrgebiet gebracht. Einige Werke haben einen eigenen Hafen. So kann das angelieferte Erz sofort an die Stelle im Werk gebracht werden, wo es gebraucht wird. Hier wird gerade Eisenerz entladen. Wir wollen nun sehen, wie aus dem Erz Stahl hergestellt wird. Eisenerz kommt in drei Formen in den Hochofen. Als Stückerz, als runde Erzkügelchen, man nennt sie Pellets, und als Sinter, der aus zusammengebackenem Feinerz besteht. Dieses Förderband geht zum Hochofen. Es bringt Eisenerz, das bereits aufbereitet, das heißt für den Hochofen schon vorbereitet ist. Wir sind in der Steuerzentrale für einen der Hochöfen des Werkes. Über dieses Schaltpult werden alle Vorgänge im Hochofen kontrolliert. Die Männer haben darauf zu achten, dass alles möglichst ohne Störung verläuft, dass der Hochofen zum Beispiel richtig gefüllt ist. Über der Glut werden abwechselnd eine Schicht Koks, eine Schicht Erz und Zusatzstoffe aufgeschichtet, insgesamt 70 Meter hoch. Wenn die unterste Schicht Eisenerz unter großer Hitze flüssig geworden ist, holt man sie aus dem Ofen.
Das glühende Eisen fließt heraus. Bis zu 15 Mal pro Tag wiederholt sich dieser Vorgang, den man Abstich nennt. Bei der Arbeit am Hochofen tragen die Männer Schutzkleidung, die hitzeabweisend ist. Die Arbeit am Hochofen ist heute nicht mehr so schwer wie früher. Aber trotzdem, es ist nicht leicht, den ganzen Tag in großer Hitze zu stehen. Der Weg, den das flüssige Roheisen hier nimmt, ist normalerweise durch Hauben verdeckt, um die Arbeitsbedingungen und den Umweltschutz zu verbessern. Das flüssige Roheisen wird nun im Stahlwerk in einen großen Behälter gefüllt. Zur Herstellung von Stahl braucht man Schrott. Die Stahlwerke kaufen ihn von überall her an. Eine genau abgewogene Menge wird dann in den Behälter gefüllt, indem das Roheisen mithilfe von Sauerstoff in Stahl umgewandelt wird. Jetzt wird Roheisen zugegossen. Nun wird es einige Zeit dauern, bis der Rohstahl fertig ist. Für Qualität und Art des Stahls ist die Zusammensetzung der Schmelze entscheidend. Die Anteile von Roheisen, Schrott und anderen Zusätzen müssen genau berechnet sein. Auch die Zeit des Kochens, die Menge des eingeblasenen Sauerstoffs und vieles mehr sind ausschlaggebend für den Erfolg dieses Produktionsabschnittes. Es ist soweit. Der Rohstahl wird hier in besondere Formen gefüllt. In diesen Formen kann er in andere Teile des großen Werkes gebracht werden, wo man ihn zur weiteren Verarbeitung benötigt. Der Stahl wird in flüssigem Zustand weiterverarbeitet. Er wird hier in eine bestimmte Form gegossen, in einen Strang. Ein Strang ist wie ein endloses Band, von dem man dann Stücke in der gewünschten Länge abschneidet. Stahl kann man aber nicht einfach abschneiden. Man muss die Stücke durchschweißen. Das geschieht automatisch. Menschen sieht man selten in den Werkshallen. Ein paar werden immer wieder einmal kontrollieren. Einige wenige gut ausgebildete Leute können ein vollautomatisiertes Werk in Betrieb halten. Von einer Steuerzentrale, so wie wir sie am Hochofen gesehen haben, können die Männer die ganze Anlage übersehen. Sie wissen genau, was gerade wo geschieht, dass dieses Teil zum Beispiel abgetrennt wurde. Dieses Stück Stahl wird weiterverarbeitet werden. Die verschiedensten Produkte werden entstehen, zum Beispiel Röhren und Stahl für Brückenbauten. Draht und Kühlschränke, Blechdosen und Autos. Das Ruhrgebiet verändert sein Erscheinungsbild. Durch Modernisierung versucht man, etwas für den Umweltschutz zu tun. Auch ohne Rauch und Qualm ist dieser Hochofen voll in Betrieb. Über den Rhein als wichtigsten Transportweg werden Rohstoffe wie zum Beispiel Erze ins Ruhrgebiet gebracht. Wird das Industriegebiet auch in Zukunft ein Arbeitsplatz für viele Menschen bleiben?